Hallo, das ist so komisch für mich, mit einer Kamera zu sprechen, dass das jetzt der 20. Versuch ist. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich es jetzt einfach mal machen und einfach mal laufen lassen und einfach mal mich nicht so doof anstellen. Ich habe mir vorgenommen, einige meiner Blog-Einträge für euch vorzulesen, denn ich glaube, dass die dann noch mal ein bisschen anders rüberkommen. Und ich bin ehrlich gesagt selber nicht so die Leseratte. Ich mag Bücher nicht besonders, obwohl ich eins geschrieben habe. Aber manchmal ist es ja ganz schön, wenn man Sachen einfach vorgelesen bekommt. Außerdem kommt dann auch noch mal ganz anders rüber, was der Autor, ja, oder die Bloggerin oder naja, wer auch immer, also jetzt in diesem Fall ich, sagen möchte. Und deswegen sitze ich jetzt hier, quatsche mit meiner Kamera. Naja, es ist mein Handy. Aber ich habe Lichtequipment. Wie ihr seht, habe ich mich bestens ausgeleuchtet, sodass ihr jeden Pickel sehen könnt. Denn ich habe mich nicht geschminkt. So ist es. Da müsst ihr jetzt durch. Und ich werde nicht alle Blog-Einträge lesen. Weil einige, ich habe das probiert, wenn man die vorliest, das ist irgendwie ganz schön komisch. Aber ein paar. Ich gucke einfach immer, wann es passt und ja, dann kriegt ihr so ein Video in dieser Playlist hier. Und ja, ich hoffe, dass ihr Lust habt zu kommentieren, Fragen zu stellen und ja. Oh Mann, ist das komisch, sich so zu sehen. Das ist echt so das Problem, ne? Wenn man so ein Handy im Selfie-Modus hat, dass man sich da bildschirmfüllend sieht und anfängt sich zu. Das ist echt geil, dass das Handy so mitgeht. Das ist so ein. Wie heißt das denn? So ein Gimbal oder so heißt das? Und das verfolgt mich. Voll geil. Man könnte meinen, ich hätte einen Kameramann. Ach, guck mal, wie geil ist das denn? Könnt ihr das sehen? Das hier ist dieser Lichtring. Ich soll nämlich gut zu sehen sein und da habe ich mir so ein Lichtteil gekauft. Das ist ja super geil. Jetzt könnt ihr das sehen. Also das ist. Und da könnt ihr auch direkt sehen, wie meine super Kamerakonstruktion aussieht. Ja, das ist das Ding, womit ich jetzt hier in meinem Zimmer sitze und euch erzähle, was so los ist. Das ist so strange. Aber ich mach's einfach. Und wenn ihr Ideen habt, dann nur raus damit. Und wenn ihr Kritik habt, dann auch raus damit, aber bitte nett. So schreiben. Nicht in der Luft zerreißen. Okay. Also, diese Playlist am liebsten. Kann man eine Playlist abonnieren? Ich bin echt so ein YouTube-Anfänger, ist voll peinlich, ne? Oder den Channel abonnieren? Ach, ihr wisst schon. Ihr werdet schon wissen, was ihr da tut. Ich glaube, es heißt Channel abonnieren. Egal. Hauptsache abonnieren. Okay. Ab hier höre ich jetzt besser auf, denn jetzt wird es nur noch konfuser und ich werde nur noch verwirrter. Aber ich werde jetzt auf Stopp drücken. Dieses erste Video ist gedreht. Ja. Oh Mann. Es wird der Moment kommen, wo ich mich richtig dafür schäme, das Ding online gestellt zu haben. Aber es ist egal. Das gehört dazu. Und aller Anfang ist schwer. Und ja, es wird wohl besser werden mit der Zeit. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ist das lustig? Also das mag ich auf jeden Fall schon mal sehr. Naja, irgendwann werde ich mich vielleicht auch mal schminken für die Blog-Einträge, aber noch ist nicht so weit. Ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen Therapie sein kann, da ich irgendwann die Hoffnung habe, ich habe ja sowieso mal die Hoffnung, dass es besser wird, bis ich dann wieder knibbelt vom Spiegel stehe. Das braucht nur so ein kleiner Ötsch sein, ne? Und trotzdem lege ich dann los. Aber so ist es. Da müsst ihr jetzt durch und vielleicht wird's besser. Vier Minuten 45. Und ich habe das Gefühl, ich habe nichts gesagt. Boah, das ist echt so ein Ding. Jana, komm auf den Punkt. Das kann ich echt so gar nicht. Naja, trotzdem. Ich drücke jetzt auf Pause. Nee, auf Stopp. Und stell das online. Fertig.